könnte mich hier nicht einer hier mal dafür bezahlen, dass ich jeden Tag sowas mache? Morgen sitze ich wieder hinter meinen Zahlen. Hallo Freunde des gepflegten Friedfischangelns. Dieses Jahr bescherte uns einen arschkalten September, dafür einen umso schöneren Oktober. Und jetzt sind wir am Ausgang des Oktobers und es ist noch nicht kalt. Es ist angenehm. Heute haben wir 15 Grad Vorhersage und das ist mir Grund genug, noch zu sagen, ich gehe noch einmal fiedern. Wenn ihr jetzt von Fiedern denkt, ich mache nichts wettkampfmäßiges Fiedern, ich fieder für mein Vergnügen. Und das sieht relativ simpel aus. Ich brauche nicht viel. Ich brauche eine Sitzkippe, meine uralte Schlachtross, 25 Jahre alt, ein Eimer mit Futter und ein paar Ködern. Und hier ist ein Futteral, da ist, glaube ich, die Fiederrute drin. Und hier ist der Elbe-Lübeck-Kanal und sehr schön ruhig. Im Sommer kann man hier wunderbar Brassen fangen. Mit der Stippe fängst du überwiegend Rotaugen, aber wenn du ruhiger fischst mit dem Fiedern, fängst du immer Brassen. Aber heute, naja, ist es schon spät im Jahr, werde ich mich von der Taktik ein bisschen auf Rotaugen auslegen. Und vielleicht haben wir doch Glück und fangen einen etwas besseren Fisch. Und wie wir das machen, sehen wir jetzt gleich. Ich mag immer nie so viel Gewese und Futter machen. Also keine Bohrmaschine, kein Akkudrill hier. Aber ein bisschen Futter braucht man beim Fiedern natürlich schon. Das Schöne beim Fiedern ist, du brauchst nicht so viel. Wenn du stippst oder mit der Metzschrute fischt, braucht man schon an so einem Kanal wie diesem hier vielleicht mal, wenn man so eine 3-Stunden-Session machen will, so ein Kilo Trockenfutter. Beim Fiedern brauchst du höchstens die Hälfte. Vor etwa 15 Jahren, haben wir bei Browning Grundfutter entwickelt. Und eine der Sorten, die uns ein Holländer, der ist mittlerweile leider verstorben, das Rezept uns überlassen hat, war für M7. M7 hieß, es ist geiles Brassenfutter. Und wenn wir mal M7 aufmachen, und ich habe ja gedacht, ich habe immer nie so schrecklich viel Ahnung. Mein Gott, riecht das geil. Das riecht nach Karamell. Da sind orange Krümel drin. Und das, dem habe ich sofort vertraut. Und von Anfang an, ich habe mit M7 eigentlich immer Fische gefangen. So, und wenn wir heute jetzt hier sagen würden, hier wären Brassen unterwegs, dann würde ich auch nur M7 fischen. Würde ich nichts anderes machen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob die Brassen kommen. Und hat man immer nach dem Baukastenprinzip die Möglichkeit, sein Futter, das man so benutzt, ein bisschen abzuändern. Und es bieten sich bei uns heute zwei Möglichkeiten an. Entweder möchte ich dieses M7, was so ein bisschen bindet, ein bisschen kräftiger ist, wo Partikel drin sind, entweder möchte ich es ein bisschen leichter und dunkler machen, wenn die Fische sehr vorsichtig sind, dann würde ich ein bisschen Black Magic dazu packen. Will ich heute aber nicht. Ich nehme heute Red Roach. Red Roach ist ein Rotaugenfutter und das macht ein bisschen Wolke, macht es auch ein bisschen dunkler, dadurch, dass es ein bisschen rötlich ist. Also kommt da jetzt eine kleine Spur Red Roach rein. Man sieht schon hier, ist eine ganz andere Farbe. Komm, das reicht mal. Ich habe keine Ahnung. Also einmal kurz trocken vermischen. Das geht ganz simpel. Und dieses Futter anzubereiten macht man gleich zu Beginn, damit das ein bisschen nachts schon ein bisschen einzieht, bis, wenn man dann sein restliches Gerät aufbaut. Ich tue ein bisschen Wasser rein, frei nach Schnauze, ein paar Hände voll. Man sieht schon gleich, Mensch, sieht das toll aus. Ach, herrlich. Und dann gibt man ein bisschen Wasser mehr dazu. Und dann kann das erstmal ein bisschen durchziehen. Man hat über die Feuchtigkeit des Futters beim Fiedern die größte Regulationsmöglichkeit, wie sich sein Futter verhält. Wenn man möchte, dass es schnell aus dem Korb rausgeht, lässt man es trockener. Wenn man möchte, dass es eher pappig länger im Korb hält, zum Beispiel im Fluss, würde man es feuchter machen, dass es mehr Bindung hat. Wenn man möchte, dass überhaupt keine Aktivitäten von so einem Futter aufsteigt, macht man es am Tag vorher nass, weil dann sind alle kleinsten Partikel durchgefeuchtet. Aber da wir heute Rotaugen fangen wollen, stört mich gar nicht, wenn das ein bisschen aktiv ist, das Futter. Grundfeuchtigkeit ist drin. Man sieht schon, man kann hier jetzt so sogar schon kleine Ballen machen. Jetzt kann ich das beiseite stellen und kann mich um mein Gerät kümmern. Das war es eigentlich schon. Ja, Futter ist bereitet. Der nächste Schritt für mich ist,
meine Sitzkiepe irgendwo hinzustellen. Schön ist, wenn man so eine Sitzkiepe hat oder eine kleine Station, wie das heutzutage modern heißt, an denen man so die Füße ein bisschen ausstellen kann. Übrigens, ich liebe Sitzkiepen für diese Art der Angelei. Von meiner Liebe fürs Ansitzangeln wisst ihr, dass ich gerne auf so einem gemütlichen Stuhl sitze. Bei so einer Art der Angelei, wo man aktiv ist, ist so ein Stuhl, aus dem man nicht hochkommt, gar nicht gut. Also eine kleine Sitzkiepe ist schon ganz praktisch. Stelle ich mit ein bisschen Abstand zum Wasser auf. Ich kann da meinen Angelplatz sehen, den ich fischen möchte. Ein Feature in einem Kanal, der sonst gleichförmig ist, ist immer hilfreich. Dort ist eine Weiche. Vor der Weiche sind auch so ein paar, sieht aus wie Krautfelder. Also da habe ich vor, so ein bisschen vor zu angeln. Bin schlecht im Schätzen, aber 35, 40 Meter ist es vielleicht. Für die ausgewachsenen Fiederangler, die alle auf 100 Meter fiedern, ist das natürlich Kindergarten. Aber ich will heute Spaß haben und hoffentlich fange ich einen Fisch dabei. Ja, das nächste ist ja eigentlich ist die Waffe, nämlich die Fiederrute. Fiederrute wird meistens ja mit drei Spitzen ausgeliefert. Und dies hier, wenn du auf die Rute guckst, 3,90 Meter Rute, was hat die? Lass mal gucken. 50 bis 150 Gramm Wurfgewicht, damit kann ich fast alles machen. Das hier eine Argon, hier habe ich so eine Blackmagic Rolle da dran. Da habe ich 23er Monoschnur drauf. Viele Leute fiedern heutzutage mit Geflechtschnur. Beim normalen Fiedern geht auch eine einfache Mono, die ist problemfrei. Ich brauche keine Schlagschnur vorknoten. Die bauen wir mal zusammen und dann machen wir die Montage. So, liebe Leute, ich sitze, ich habe ein paar einfache Ruten halt der Jens gestellt und für diese Art der Angelei braucht das nichts Kompliziertes zu sein. Klar, wenn ihr euch im Fachhandel so ein Feeder-Rest, so wie das modern heißt, so ein Ding mit Rillen und Nupsis, kauft, das schon ganz cool, aber irgendeine Ablage, auf der man die Rute platzieren kann, so in einem gewissen Winkel zum Angelplatz, damit die Spitze nachher dann auch den Biss anzeigen kann, das reicht eigentlich. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir uns über die Montage Gedanken machen und die ganzen Profis werden sich natürlich totlachen, weil ich eigentlich eher das Einfache bevorzuge. Mir hat mal irgendwann vor 10, 15 Jahren, nee, schon 20 Jahren her, jemand die Schlaufenmontage erläutert und die Schlaufenmontage ist so faszinierend wie irgendwas. Ich habe mich immer gefragt, warum soll ich jetzt drei Schlaufen hintereinander knoten? Das Prinzip der Schlaufenmontage basiert eben darauf, dass du drei große Schlaufen hast, also drei Schlaufen, die immer kleiner werden. Und das funktioniert beim Angeln quasi so wie so ein Abstandshalter. In die letzte Schlaufe schlauft man das Vorfach ein, in die erste große Schlaufe, dort in der läuft der Futterkorb drauf. Und wenn man den Futterkorb auswechseln will, muss man auf diese Schlaufe nicht den Futterkorb machen, sondern einen Wirbel. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also ich nehme jetzt irgendeinen popligen Wirbel. Poplig heißt Karabinerwirbel, wie man ihn vielleicht sonst so kennt. Ach, es geht schöner und professioneller, aber das tut's. Also nehme ich mein Ende der Schnur, fädel das auf und mache eine riesengroße Schlaufe. So, was ist das? Holli, einen Meter? Einen Meter. Ist ideal. Schnur nass machen und wie kennt man das bei einer Schlaufe? Zweimal durchstecken. Der Wirbel ist jetzt, läuft hier auf die Schlaufe, ziehe ich zu. So, jetzt habe ich eine große Schlaufe. Und was sagte ich? Ich mache jetzt noch zwei weitere Schlaufen rein in die letzte und zwar, ich nehme jetzt das Ende, schiebe den Wirbel nach vorne, da wo die größte Schlaufe hängt. Ich habe jetzt hier einen Meter etwa und greife jetzt etwa ein Drittel der Länge ab, habe also ein Drittel hier überhängen und jetzt knote ich da eine zweite Schlaufe rein. Wichtig ist, dass das Ende der Schnurteil, wo der Wirbel drauf sitzt, ein bisschen länger ist als das andere. Und zeige ich euch gleich, woran das liegt, warum das so sein sollte. So, ein bisschen länger. Das heißt, der hängt durch und jetzt habe ich hier ein Drittel noch nach. Hier mache ich wieder eine Schlaufe rein, doppelt. Warum dieses Teil länger sein soll, werdet ihr sehen, wenn jetzt
Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass, jetzt kann man das hier sehen vor meiner burgundfarbenen Sache, wenn ich in den Wirbel einen Futterkorb einhänge und es kommt Druck drauf, dann zieht der Wirbel in der Schnur, während die Schenkel gleich lang, würde er auf den Knoten stoßen. Und den Knoten kann er beim Auswerfen kaputt machen. Aber so wirkt die Schnur direkt, wirkt die Kraft direkt auf die Schnur. Also der Schenkel, auf dem der Wirbel läuft, ist ein bisschen länger. So, jetzt habe ich noch eine Schlaufe und die teile ich nochmal ein Drittel ab. Das heißt, hinten kommt so ein kleines Würstchen daran. Und dann ist meine Montage eigentlich schon fertig. Total federungsfrei. Habe ich eigentlich noch nie Probleme mit gehabt. Drei Schlaufen hintereinander. In die letzte fädeln wir nachher gleich unser Vorfach. Und hier in den Wirbel kommt unser Futterkorb. Futterkorb, gutes Thema. Wie weit will ich da werfen? 35, 40 Meter? Ja, gut. In dem Futterkorb ist noch Futter drin. Also muss der Futterkorb selbst gar nicht so wahnsinnig schwer sein. Wichtig ist nur dabei zu überlegen, dass der Futterkorb eben auch liegen bleibt. Wenn du ein Gewässer mit Strömung hast, darf der Futterkorb ein bisschen schwerer sein. Aber ich hätte hier mal gesagt, 30, 40 Gramm sollte ausreichen. Und ich habe hier irgendwie so ein gemischtes Gemüse an Futterkörben. Drahtfutterkörben, der hat 30 Gramm. Was hat der denn? Fuffi? Fuffi? 50. Ja, bestimmt auch 40. Hier ist 40. Also habe alles Mögliche dabei. Das ist so ein Futterkorb von Zepco. Es gibt die auch von Browning und von anderen Marken. Aber der hier, einfacher Drahtfutterkorb, ist ganz cool. Was ist der Unterschied zwischen Drahtfutterkörben und Plastikfutterkörben? Plastikfutterkörbe, solche. Erstens, ein Drahtfutterkorb neigt in hängerträchtigen Gewässern dazu, sich leichter mal zu verhängen. In einem Plastikfutterkorb, der hat meistens mehr Fläche, wo er das Futter umschließt. Folge, Futter löst sich langsamer aus dem Plastikfutterkorb. Plastikfutterkorb ist meistens leichter. Beim Drillen steigt er schneller an die Oberfläche. Also wenn man Kanten hat, ist man mit dem Plastikfutterkorb oft besser bedient. Hier ist ein ganz simpler Drahtfutterkorb cool. Drahtfutterkorb, der beide Enden offen hat, kann man schön im Futtereimer stopfen. Weiter fliegen tun diese Jetfutterkörbe oder so etwas, wo das Blei am Ende hängt, so wie dieser hier. Die fliegen weiter. Muss ich ja nicht, ich will ja keine 100 Meter angeln. Aber hier ist es dann schwerer, das Futter reinzustopfen. Also diese Dinger mag ich ganz gerne. Und das ist eigentlich so eine Standardwaffe. Sind wir schon fertig? Das ist unglaublich. Gut, ja. Noch ein Wort zur Zitterspitze. Genauso wie man seinen Futterkorb nach den Angelbedingungen wählt, wählt man auch seine Zitterspitze danach aus. Ich sagte ja zu Anfang, diese Routen werden meistens mit drei Zitterspitzen ausgeliefert. Hängt eben von Wind, Wellen, Strömung ab, was man benutzt. Wenn man gerade feine Bisse hat, nimmt man die feinste Spitze, die man hat. Und da steht meistens ein Unzen drauf. Es gibt ein, zwei, drei Unzen. Auf ganz teuren Routen gibt es dann noch die etwas günstigeren, die noch leichteren Spitzen, 0,5, 0,75. Leute wie ich brechen die nur ab. Also ein Unzen ist für mich schon ziemlich fein. Zwei, drei, vier Unzen, also mit mehr Rückgrat in der Spitze, benutzt du dann, wenn du zum Beispiel Wind hast und du sonst die kleine nur schwingt. Aber vor allen Dingen auch, wenn du Strömung hast und die Fische einfach kräftiger reinrupsen. Da wir heute aber Rotaugen erwarten und Rotaugen meistens vorsichtig beißen, habe ich die feinste Spitze genommen. Hoffentlich passt das. Also wir haben das Futter, die Rute jetzt ja aufgebaut. Und in der Zeit hat das Futter kräftig nachgezogen. Was ich gerade als Ballen binden konnte, ist jetzt staubtrocken, ist viel gesagt. Aber jetzt muss man ein ganz bisschen Wasser wieder zugeben. Dieses Nachfeuchten, meistens so in einer Viertelstunde. Deshalb sinnvoll, Futter gleich als erstes anmachen, wenn man es nicht schon zu Hause gemacht hat. Ein bisschen Feuchtigkeit rein. Ich lasse es jetzt so ein bisschen bröselig, weil ich es ja nicht von Hand werfe, sondern es im Futterkorb. Und ich möchte, dass sich relativ zügig aus dem Futterkorb löst. Ein ganz kleines Spurwasser noch. Am besten macht man das mit Gefühl. Ein paar Worte zu Ködern. Bei den Profis sieht man immer so schöne Ablage mit 18 verschiedenen Schalen. So ähnlich, so professionell sieht es bei mir nicht aus, aber ich habe einiges dabei. Hier habe ich eine Dose mit Maden drin. Das Gute ist, die waren beim Händler, tauchten schon nicht mehr allzu viel. Vorteil ist, ich habe gleich automatisch ein paar Caster mit drin, wenn ich Caster fischen will. Caster sind anverpuppte Maden. Die richtig voll verpuppten Schwarzen schwimmen auf und taugen nichts. Muss man immer vorsichtig mit sein, weil man die Fische vom Angelplatz weglocken kann. Aber so ein Caster selbst ist ein etwas, naja, inaktiverer Köder
Und damit bekommt man oft die besseren Fische. Aber hier sind genug echte Maden drin. Das ist eigentlich mein Standardköder. Also in Wahrheit werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit mit den Maden angeln. Die Maisdose hier, Alibi, wird man wahrscheinlich nie benutzen. Irgendwo hier habe ich Tauwürmer drin, wird man auch nicht benutzen. Zeige ich gar nicht erst. Die Rotwürmer hier, und ich habe hier so eine Box mit Rotwürmern drin. Das ist schon interessanter, wenn man nämlich irgendwann das Gefühl hat, Brassen sind auf dem Platz, dann kann man natürlich mit dem Rotwurm viel selektiver gute Fische rausfangen. Und wenn die große Verzweiflung irgendwann mal ganz groß und du fängst gar nichts, solltest du immer eine Dose Pinkies dabei haben. Also Pinkies sind kleine Maden, die sind quirlig und so, die retten manchmal noch einen Tag, gerade nachher später im Winter, wenn es kälter ist und zwei Maden vielleicht keinen Fisch mehr bringen, eine Made so angenuckelt wird, dann auf einen Pinky oder zwei Pinky umstellen und du fängst immer noch Fische. Ganz erstaunlich. Bekommt man oft im Handel, weil, ich weiß nicht, in Forellenteichen werden die auch wohl manchmal benutzt. Also ich habe sie jetzt bei meinem Händler sogar als Dosenware bekommen. Ja, das ist eigentlich alles, was ich brauche. Jetzt fehlt mir noch ein Vorfach. Vorfächer. Wer mal so ein bisschen über Fiedern sich auseinandersetzt, weiß, dass die Vorfächer beim Fiedern in der Regel deutlich länger sind als bei anderen Angeltechniken. Hängt damit zusammen, dass man möchte, dass der Fisch den Köder erstmal in Ruhe aufnimmt, bevor er in der Zitterspitze klingelt. Weil wenn er in der Zitterspitze klingelt, dann muss er eigentlich schon den Köder richtig in Ruhe aufgenommen haben. Bei der Pose ist das nicht, wenn du stirbst oder mit einem Weckler angelst, ist das nicht so wild, weil du kannst den Biss verfolgen. Das heißt, du kannst entscheiden, wann du anschlägst. Bei der Zitterspitze hast du nicht mehr viele Möglichkeiten. Wenn es klingelt, solltest du anschlagen. Also kannst ja nicht sagen, ich gucke mir das die ganze Zeit das Geklingel an. Deshalb fischst du eigentlich längere Vorfächer. Beim Stippen habe ich oft nur 20 cm, beim Matchfischen 20, 40 cm, beim Fiedern hast du schnell 70, 100 cm, beim Brassenangeln in der Regel so 80 bis 100 cm, beim Rotaugenfiedern darf das dann auch 40 bis 60 sein. Probiert man rum. Sieht man später beim Angeln, wenn du ausgequetschte Maden hast und hast keinen Biss gesehen, dann weißt du, dass dein Vorfach zu lang war. Wenn du ständig verschlägst, ist dein Vorfach vielleicht zu kurz. Und ja, ich suche mir jetzt mal irgendeins raus, was mir gefällt. Ich habe hier so irgendwas Schönes dabei. Warte mal, ich muss mal auf die andere Seite rausschieben. Ich bin mal sehr vorsichtig heute. Das kann ich schnell ändern. Ich habe hier so einen Matchhaken, Größe 16. Den kann man hier so praktisch rausziehen. Und das sind so 1 Meter Vorfächer. Ich habe das schon mal in anderen Filmen gesagt. Ich liebe gerne Fertigvorfächer, weil ich von Natur aus faul bin. Vielleicht knote ich mir nachher auch meinen Haken so, wie ich ihn haben will, wenn ich weiß, dass, merke, dass der Haken so nicht passt. Aber was ich auf jeden Fall in der Regel tue, ist, dass ich die Vorfachlänge anpasse. Und dieser eine Meter ist mir jetzt doch ein bisschen arg lang, wenn wir Rotaugen fangen wollen. So, jetzt geht der Quiz wieder los. Die Schere ist hier. Also schneiden wir etwa 30 cm ab. Schnur hier hin. So, neue Schlaufe. Und diese Schlaufe, mit der verbinde ich jetzt das Vorfach mit der Schlaufenmontage. Und zwar geht diese letzte Schlaufe in die letzte Schlaufe der drei hintereinander geknoteten rein. Und dann ist die Montage fertig. Und dann legen wir los. In meinem nächsten Leben habe ich bessere Augen. Der vierfache Einzelangel-Weltmeister Bob Nutt hat mal gesagt, was ihn denn auszeichnet als Angler. Gute Augen. Und das merken wir älteren Säcke immer öfter, was das bedeutet, was gute Augen zur Folge haben. Ich sitze jetzt ja schon mit der Brille hier, aber wenn man dann Regen hat und ja, es sind die Leute, die keine Brille haben, natürlich klar im Vorteil. Und Bob, ich darf das ja nicht sagen, dass er schon über 70 ist. Der bringt mich um, aber der trägt bis heute keine Brille. So, hier ist meine Dreifach-Schlaufenmontage. Die eine große Schlaufe, wo der Futterkorb drin läuft. Eine kleinere und eine noch kleinere Schlaufe. Und in die letzte, dort verbindet man einfach das Vorfach mit der Schlaufe in Schlaufenmontage. So. Sieht gut aus. Hier kommen zwei Maden drauf. Fürs Angeln. Wir legen gleich los, obwohl wir erstmal mit einem relativen schnellen Rhythmus versuchen, Futter einzubringen. Aber zwei Maden an Ködern, das braucht man keinem Menschen erklären.
einem Angler schon gar nicht. So, und dann sind wir angelbereit. Futterkorb, ganz simpel, in den Eimer, beide Seiten ein bisschen stopfen. Sieht gut aus, oder? So, und je nachdem, wie doll man stopft, davon hängt ab, wie schnell sich das Futter daraus löst. So, erster Wurf, Futter ist im Korb. Und jetzt versuchen wir mal unseren Platz anzuwerfen. Das ist gut. Also, das ist so 2 Meter von dieser Krautkante entfernt. Das wird gerade so ein bisschen auf der Kante sein. Und damit ich diesen Platz immer wieder finde, betrüge ich jetzt. Ich nehme 1-2 Meter Schnur auf und klipp sie jetzt. Und dann werfe ich bei jedem Wurf immer gleich weit. Das Klippen hat ja immer so ein bisschen, fragt sich der normal Geneigte, was ist denn, wenn da ein Karpfen reinsteigt? Erstmal hast du nicht so schrecklich viele Karpfen, aber wenn, musst du dann mit einem Finger die Schnur schnell aus dem Clip befreien. Aber ansonsten hast du immer den Vorteil, wenn du die Richtung hast und durch eine Peilmarke wie so ein Krautfeld kannst du es immer genau machen, hast du mit dem Clip natürlich die Wurfweite auf einen Zentimeter genau. Eigentlich immer gleich. Die schlägt immer an und kommt auf die gleiche Stelle zum Sinken. Wenn das Futter jetzt 1-2 Minuten unter Wasser war, einmal so ein bisschen Anhieb, dadurch löst sich das Futter heraus und diesen Vorgang wiederholt man 3-4 Mal. Dadurch bringt man ein bisschen mehr Futter ein als nur einen Korb. Dann liegen 4-5 Körbe da, dann hast du so eine gewisse Grundfütterung in dem Platz. Mit jedem weiteren Wurf bringst du ja mehr Futter ein und durch den Wurfrhythmus bestimmst du auch so ein bisschen, wie viel Futter du nach unten bringst. Aber zu Anfang einmal ein paar Würfe. Viele Leute machen sie als Leerwürfe, sprich also, dass da noch nicht mal ein Köder am Ende. Ich habe den ja schon mal dran, das stört aber auch nicht weiter. So, Futter in den Korb, Rute hoch, rauspendeln lassen. Mann, ist das eine geile Rute. So, die Rute hält man hoch. Ich zeige das nachher noch bei meinem Wurf. Man hält sie hoch oder so ein bisschen mit Winkel und lässt sie aus der Hand abfedern, weil ansonsten ist der Schlag auf den Clip zu hart. So, kurzen Augenblick warten. Jetzt saugt sich das Futter voll mit Wasser. Das mache ich so ein bisschen einmal Anhieb und dann ist das Futter aus dem Korb raus und dann kann ich gleich die nächste Ladung hinterher jagen. Und das mache ich noch 2 Mal und beim dritten Wurf kommt die Rute auf die Ablage und dann gucken wir, was da so passiert. Mein Gott, sind hier noch lebende Maden? Bis heute Nachmittag überleben sie wohl. So. Noch ein Tipp. Am häufigsten abbrechen tun Fiederspitzen, weil sich die Schnur um die Spitze geschlagen hat. Wenn man vorm Werfen mit dem Zeigefinger an der Schnur zieht und feststellt, ist ein freier Schnurdurchgang da, dann weiß man, dass man keine Federung an der Spitze hat. Jetzt darf ich aber noch einmal ein bisschen Futter reindrücken. Mit dem Zeigefinger einmal ziehen, freier Durchgang, nach hinten, geradlinig durchwerfen. So, und jetzt kann die Rute mal auf die Ablage. Der Korb braucht einen kleinen Augenblick, bis er unten ankommt. Und dann positioniert man die Rute so auf seine Ablage, dass sie eine ganz leichte Vorspannung hat. Jetzt gucken wir, wann der Postmann 2-mal klingelt. Ja, das hat nicht so lange gedauert, weil diese Angeltechnik wird auch keinen so richtig überraschen, denn die Bedingungen sind doch sehr schön. Aber es ist gleich Fisch. Wir können nach Hause gehen, Olli. Na, ein paar brauchen wir aber noch. So leicht lasse ich dich hier nicht wegkommen. War nicht so kompliziert, ne? So, geht's mit Rotaug los. Da brauchen wir dann ja einen Hakenlöser. Irgendwo hier in dem Gerumsel finde ich auch einen.
So. Guter Auftakt, hoffentlich geht's besser weiter. Jo. Die Vorfachlänge scheint zu passen. Es klingelt an der Spitze, man schlägt an und der Fisch hängt. Was wollen wir mehr? Ich liebe diesen Kanal. Fischreich, nicht einfach, also Rotaugen, also hier einfach so einen stumpfen Zehnerhaken reinhängen. Wir haben ja mal vor einer Weile hier einen Film gemacht. Da wollte ich Ansitzangeln, so ein bisschen auf gemischtes Gemüse und mit einem Maiskorn und dicken Vorfächern. Das war schon ganz schön schwer, ein Rotauge zu verführen. Aber wenn man es dann so richtig anlegt mit feinen Vorfächern, feinen Haken, dann geht das ganz gut. Also beim Rotaugenangeln hast du natürlich genau das Risiko, dass du bei so einem 70 cm Vorfach die Maden schon komplett ausgematscht sind, obwohl du kaum einen Biss gesehen hast. Das heißt, wenn er den Maden nicht gerade geschluckt hat, dann lässt er den vielleicht auch schon mal wieder los. Ich versuche es noch einmal mit der Vorfachlänge, ansonsten überlege ich mir, ob ich gleich das Vorfach kürze. Aber auf jeden Fall haben wir ja zuverlässig Fisch da, das ist ja schon mal was wert. Und wir können ja uns motiviert fühlen, spekulativ nachher den Köder zu vergrößern. Denn irgendwann wird auf dem Futterpunkt vielleicht auch mal ein besserer Fisch auflaufen. Also eine Made und eine zweite Made. Das erste Rotauge war noch das größte. Bis jetzt. Aber das ist ja noch Zeit. So. Also am Ende eines solchen Angeltags sieht man ja immer aus wie ein Schwein, weil man doch das Futter ständig in der Latzhose abstreift, was man nicht tun sollte. Aber wir haben ja in der Firma bei uns schon hin und wieder mal kriegen wir mal so Retouren aus England, wenn dann irgendjemand, keine Ahnung, irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Und ich erinnere mich mal, wir haben mal irgend so eine Latzhose aus England zurückbekommen vom Kunden. Ich habe keine Ahnung warum, aber da hättest du Radieschen drauf züchten können. Da war so viel Dreck in der Hose drin und wenn dann mit Erde geangelt wird und so beim Mückenlarven angeln, meine Güte, sah das aus. Das ist ja noch harmlos gegen. So, gleich machen wir uns Gedanken. Ah. Das ist genau das, was man nicht haben will. Ach, das können wir gleich mal zeigen. Olli, das können wir gleich mal zeigen. Wir stopfen mal das Futter rein. Und jetzt tunken wir das mal ins Wasser hier vor der Füße. Und jetzt kann man mal sehen, wie schnell sich und leicht sich das rauslöst. Also Korb rein. Und man sieht schon, wie aktiv das Futter ist und das passiert genau an unserem Angelplatz auch und raus ist es. Wir wollen ja nicht, dass das Futter ewig im Korb klebt, sondern es soll ja am Boden einen kleinen Teppich bilden. Ja, wenn er jetzt eingeschwommen hat, mache ich mir mal Gedanken, wie ich mein Vorfach verändere. Weil ich kann natürlich jetzt Rotaugen weiterfangen, aber ich habe ja die Hoffnung, irgendwie stellt sich vielleicht doch noch mal ein bisschen besserer Fisch auf dem Futterpunkt auch ein. Aber ich komme ja gar nicht dazu. Dann wollte ich vielleicht doch einen größeren Haken, einen größeren Köder, der ein bisschen selektiver ist. Mit jedem Wurf bringt man übrigens Futter heraus. Wenn man das Gefühl hat, dass man die Fische auf den Wege zu schnell satt machen würde, kann man noch mal leer werfen. Sprich, man wirft aus ohne Futter im Futterkorb. Auch so eine Möglichkeit.
Aber ich will im Moment lieber Futter ausbringen, weil ich die Hoffnung habe, dass noch Brassen an den Platz kommen. Also die Verzweiflungspinkies brauchen wir heute nicht. Das Schöne an Pinkies ist, die verpuppen sich nicht so schnell wie normale Maden. Die sind dann also auch ohne Kühlung noch eine Weile bei mir gut. Und irgendwann kommt ja der kalte November. Und dann liebe ich Pinkies. Wenn ich singe, bin ich meistens fröhlich beim Angeln. So, wir machen jetzt Gedanken. Da hinten, was kreist denn da? Mäusebussard? Nee. Das ist ein Milan. Und zwar ein schwarzer Milan. Das ist ja so ein Aasjäger. Oh, scheiße. Der Postmann klingelt. Ja, so könnte man sagen, da ist ein Angler in seinem Element. Aber wenn jetzt noch ein besserer Fisch beißt, wäre es noch cooler. Wir haben jetzt ja die Situation, dass es mit den Rotaugen sehr gut klappt. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, dass wir ein bisschen was Selektives machen wollen. Also brauchen wir jetzt einen größeren Haken. Einen größeren Haken. Habe ich irgendwo was, was mir die Arbeit leicht macht, oder muss ich tatsächlich knoten? 12er Ultra Strong. Das klingt doch auch gut, oder? Was habe ich denn hier noch? 16er Ultra Strong. Mal gucken, was hier auf der anderen Seite zum Vorschein kommt. Dieser 12er Ultralight, das ist ein Lieblingshaken von Jens Koschnick. Den müsste ich mir selbst knoten. So. Könnte man auch machen. So, dann knoten wir mal selbst. Beim Selbstknoten. Okay. Graben wir mal in unserer Kiste rum. Und finden hier diesen uralten englischen Hakenbinder. Super praktisch. Kriegt man ja für ein Apfel und ein Ei gekauft. So wirklich groß ist auch dieser 12er Haken noch nicht. Aber schon mal größer als der 16er. Einspannen Hakenbinder. Festdrehen. Ein bisschen Vorfachschnur nehmen. Wenn wir jetzt auch auf bessere Fische gehen, dann nehme ich so eine 14er Schnur hier. Die ist ja noch nagelneu hier. Die gestern gerade gekauft. 14er Schnur. Rigline. Trägt 1,5 Kilo. Das ist mehr als genug. Hakenbinder. Schnur zweimal drum legen. 1, 2, 3. Ein paar Windungen um die Schenkel legen. Hinten da den ersten Haken durchziehen, anfeuchten, aufdrehen, Haken rausziehen. Also so ein Hakenbinder ist doch Gold wert. So, jetzt sitzt der Haken wunderbar. Und das überstehende Ende schneiden wir jetzt ab. Dann kürzen wir uns. Herr Krage, haben Sie meine Schere geklaut? Nee, da ist sie. Das überstehende Ende erstmal abschneiden. Schnur aufbewahren. So, und jetzt suche ich mir meine Länge aus. Ich messe nicht genau. Machen wir wieder 60, 70 cm. Schnur abschneiden. Schlaufe rein. Und jetzt werden wir gleich beim Köder ein bisschen aufrüsten. Wir nehmen halt eine Made, aber auch einen Rotwurm. Und wenn wir fiese sind, auch noch ein Caster, aber ich guck mal, was auf den Haken drauf passt. Mit dem Haken immer noch größer gehen kann ich ja jederzeit. Aber dann wollen wir mal gucken, entweder führt das zu Fehlbissen, weil wir nur kleine Rotaugen am Platz haben, oder wir selektieren uns bei dieser Nummer dann doch irgendwann die besseren Fische raus. So, ich brauche wieder meine letzte Schlaufe. Da das aus 23er Schnur geknotet ist, wo habe ich die? Hier. So eine 23er Schnur benutze ich, so eine, was trägt die, 4,5 Kilo. Ist die Montage robust, ich brauche keine Schlagschnur, und die Schlaufe macht das auch den ganzen Tag mit, weil die Schlaufe halt doch viel robuster ist als das Vorfach. So, das 14er Vorfach mit dem 12er
Ultralight-Haken, Koshis Lieblingshaken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der soll es jetzt richten. Eine Made. Nicht verstecken unter dem Sägemehl. Wenn ich ein bisschen fleißig gewesen wäre, hätte ich das schon lange mal vom Sägemehl trennen können. Sieben oder im Wind auswehen. So, und jetzt graben wir uns einen Rotwurm aus. Die Schüttelprobe verrät, wo die Rotwürmer drin sind. So. So. Das ist schon fiese. Das ist schon ein echtes Angebot. Das ist ja nun noch nicht mal ein kleiner Wurm. Aber, wer weiß. So, Richtung Kopfende einmal durchpieken. Jo, der ist aktiv. Oh, kann ich vor den Schiffen noch schnell einen Fisch fangen? Es kommen zwei Schiffe. Schiffsverkehr im Kanal. Schiffsverkehr, da kommen zwei Schiffe. Und vorher muss ich meine Montage rausgekurbelt haben. Ah, hier klingelt der Postmann, klingelt sofort. So, jetzt habe ich eine kleine Pause. Die beiden Schiffe lasse ich erstmal in Ruhe durchfahren. Es gab ja gleich einen schönen Biss, aber ja, Rotaugen werden an so einem Wurm dann ja auch schon gerne mal an einem Ende ziehen, ohne dass du es anschlagen kannst. Ja, sorgt für ein bisschen Unruhe am Platz, aber gut, das hat nun mal so ein Kanal, bringt er mit sich. Ja, also wenn du in der Mitte des Kanals angelst und du hast ein Binnenschiff, dann ist dein gesamter Futterplatz hin. Da hinten an der Kante, das geht noch so, ne? Aber gehört ja dazu. Wenn man aufsteht, muss man sich Kapuze aufziehen. Wer ist der denn? Miss Bliss? Ja. Miss Biss! Ist das geil? Miss Biss! Ich bin Mr. Biss hier. Nee, Miss Bliss? Bliss! Miss Nicht Bliss. Biss. Angler lesen überall nur Biss. Miss Bliss. Ja, das ist so. Das ist ein bisschen niederländisch, aber französische Fahne mit EU hinten, also. Na ja. Stöhnender Diesel. So, Attacke! Klar, du kriegst natürlich bei dieser Nummer. Ich glaube nicht. Nö. Du kriegst natürlich eher die Fehlbisse, weil die Fische natürlich dann am Wurmende ziehen und dafür ist dann der Haken doch zu blöd. Jetzt gucken wir uns noch ein, zwei Mal an und dann haben wir die Möglichkeit ja noch zu variieren. Haken noch größer oder doch wieder erstmal das Vorfach ausdrillen. Wie sieht denn der Köder aus? Bei so einem kleinen Haken ist natürlich das Risiko, dass sich hier der Wurm vor den Haken geschoben hat. Der sollte eigentlich frei hängen. So hatte ich nämlich nicht aufgepickt. Und dann ist das quasi ein Hakenschutz. Und ja, das fand der Fisch gut, weil er nicht hängen geblieben ist. Wenn man so das Futter hier im Eimer hat, so jetzt hier im Oktober, ist ja wunderschönes Wetter heute, das darf man gar nicht sagen. Aber wenn du es im Sommer machst, ist es schon ganz sinnvoll, sein Futter ein bisschen abzudecken, weil sonst trocknet das relativ zügig aus. Heute muss ich es, glaube ich, nicht, sonst musst du es mal nachfeuchten. Jetzt wollen wir doch unseren ersten Fisch auf Wurm fangen, bitte. Also was man jetzt auch sieht, man sitzt besser aktiv mit einer Hand an der Rute, weil du hast doch wirklich häufig schnelle Bisse. Wenn du dann erst in so einem gemütlichen Klappstuhl sitzt, links deine Cola oder dein Bier und rechts
dein Handy, mit dem du dann rumspielst, weil du einfach mal faul bist, dann kriegst du das alles nicht mit. Also bei dieser Angelei liebe ich so dieses aktive Sitzen auf einer kleinen Sitzkippe oder auf einer kleinen Station. Da. Mit dem Wurm weißt du natürlich nicht, bei diesem Angeklingel der Rotaugen nicht so genau, wann du anschlagen sollst. Ein Brassen würde die Spitze dann irgendwann schon mal richtig krumm ziehen. Dann gucken wir mal. Na gut, du kriegst die Rotaugen natürlich so dann auch mit. Könnte mich hier nicht einer jemand dafür bezahlen, dass ich jeden Tag sowas mache? Morgen sitze ich wieder hinter meinen Zahlen. Ja, das Ergebnis ist meines Versuchs mit dem Wurm. Das ist, glaube ich, das kleinste Rotauge. Das war also noch nicht so erfolgreich. Aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wo ist mein Hakenlöser? Ist das ein Zeichen? Es ist die erste Güster. Besteht ja Hoffnung, dass sie jetzt ihre großen Verwandten vorbeischickt. Ja, liebe Leute, was haben wir jetzt noch gemacht? Ich habe mir ein paar Rotwürmer rausgefummelt und sie ein bisschen von der Erde befreit. Und schnapp mir jetzt eine Schere und bin jetzt grausam. Ich schneide ein paar Würmer. Das machen die Profis ja ständig, weil sie immer Brassen am Platz haben wollen. Wir sind mal mutig. Mal gucken, ob es was hier bringt. Und dann kommt jetzt gleich ein bisschen Wurm klein mit in den Korb. Das zeige ich euch auch gleich mal. Ein bisschen kleine Würmer. Und vielleicht lockt das die Brassen noch gezielter an. Aber wir haben im Moment wenig Biss. Das veranlasst Olli schon zur Vermutung, wir haben wieder einen Raubfisch am Punkt, was wir hier am Kanal leider, was das leider öfter haben. Wir versuchen mal was. Ja, man kann natürlich auch keinen Biss sehen, wenn der Fisch schon lange dran hängt. Also wir haben hier schon wieder eine Güster gehabt. Ja, das ist ein paar Gramm schwerer als die davor ist sie schon. Also, mal gucken, was jetzt als nächstes passiert. So, nächster Versuch, wieder irgendwie so einen kleinen Rotwurm rauspicken. Noch haben wir den Haken ja nicht größer als 12. Ein Rotwurm am Kopfende so ein bisschen einmal einpicken, vielleicht ein zweites Mal und dann quasi als Stopper dahinter noch eine Made. Das sorgt ein bisschen dafür, dass der Wurm dann nicht über die Hakenspitze rutscht, so die Theorie. So, und jetzt haben wir hier ein bisschen Wurm klein. Das heißt, wir füllen ein bisschen Futter in unseren Korb. Ein bisschen von diesem Wurm klein. Und dann wieder ein bisschen Futter oben drauf. Und so transportieren wir dann ein bisschen Lebendfutter an den Platz. Mal gucken, was die Fische dazu sagen. Ich bin ja von Natur aus faul. Was bist du? Größe 18. 8. Oh, das klingt gut. Größe 8. Da klingelt das schon wieder. Größe 8. Und du bist ja mal ein Haken, wa? So, jetzt, ich habe nicht mehr so viel Zeit heute. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel. Deshalb will ich jetzt noch mal so die letzte halbe Stunde, die ich so habe, ein bisschen alles auf eine Karte setzen. Vorfach verlängert, ein längeres Vorfach, größere Haken, Achter, irgend so ein Sphere-Match-Haken von Browning und dann drei Maden und Wurm. Und mal gucken, ob das ein bisschen selektiver ist. Aber es kann natürlich sein, dass das Vorfach ist jetzt auch deutlich dicker, dass die Rotaugen dann ein bisschen scheu werden. Man nennt sowas Sekt oder Selters. Ja, jetzt sind wir im Bereich, wo in Schleswig-Holstein, glaube ich, immer noch unter Naturschutz steht. Versteht zwar kein Mensch, aber wir müssen es ja respektieren. Wir haben eine
astreine Ugelei. Die konnte man früher am Elbe-Lübeck-Kanal wunderschön auch mit der Stippe fangen. Vielleicht auch heute noch. Also toller Köderfisch, aber steht in Schleswig-Holstein meines Wissens unter Naturschutz. Ja, ich habe mich jetzt irgendwie entschieden. Das ist jetzt der letzte Wurf. Oder vorletzte. Letzte oder vorletzte. Köder nochmal gucken. Saftig. Da kommt nochmal ein Karster drauf. Irgend so einen hell verpuppten. Und dann haben wir Rotwurm, 3 Maden, 1 Karster. Mein Gott. Den Fischen bieten wir was an hier. Langes Vorfach. Oh, ist gut, dass wir Schluss machen, Olli. Das Binnenschiff, was da jetzt kommt, wird uns jetzt eh klein, würde eh gleich alles ein bisschen durcheinander bringen. So. Der wühlt erstmal alles durch. Ich würde sagen, das ist gutes Timing. Wenn so ein Binnenschiff von der Größe, was da jetzt gleich kommt, werdet ihr gleich sehen, hier durchgeht, dann wird jeder aufgebaute Futterplatz schon mal richtig durchgewühlt. Du hast die Fische nicht gleich wieder da. Du musst es dir dann wieder ein bisschen aufbauen. Das heißt, beim Fiedern heißt es, paar Würfe nur mit Futter. Wasser muss ich wieder ein bisschen setzen. Spreegrund. So, jetzt darf noch ein Brassen kurz vorher. Den kurbel ich noch ganz schnell vor dem Schiff durch. Bei James Bond, beim Entschärfen der Bombe, geht es auch. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Na gut. Aber schön ist, der will jetzt ja auch uns hier schonen. Das heißt, er fährt natürlich genau am anderen Ufer. Damit wird er uns natürlich genau über den Futterpunkt. Gute Gelegenheit, den Angeltag zu beenden. Liebes Wasserschifffahrtsamt Spreehavel. Ich habe es sowas von genossen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ende Oktober, traumhaftes Wetter und ja, mit dem Fiedern klappt das. Und ich habe eine neue Freundin, diese Argon-Route. Einfach herrlich.